Heute ist der erste Advent und wir zeichnen heute mal nichts. Heute werden Stories erzählt. Um mal kurz zu erklären, wie das Ganze an den Adventstagen läuft. Ich erzähle euch heute ein paar Weihnachtsstories und an den anderen drei Tagen werde ich wohl auf die drei größten Bestandteile meines Lebens eingehen. Dann kann ich immer ein paar Stories erzählen und ihr könnt euch zurücklehnen und nebenbei in einem anderen Tab hängen. Deutsch ist schwer. Oder einfach was anderes machen. Ist ja eigentlich egal. Sowas wie ein Podcast kann man schon fast sagen. Am Videomaterial wird sich sicher nicht viel tun, daher ich lasse immer mal so ein paar andere Bilder durchlaufen, um halt ein bisschen so die Stimmung halt aufs Thema so ein bisschen zu versinnbildlichen. Aber ja, großartig ändern wird sicher nicht viel. Um mal zu zeigen, wie das System funktioniert, fangen wir heute mal mit ein paar Weihnachtsstories an. Mir fallen jetzt so nur ein paar ein, aber das kompensiert auch mit der Zeit so ein bisschen. Also das Erste, was ich so erzählen kann, ist, dass wir an Weihnachten immer, wirklich immer das halbe Haus zu schmücken haben. Und wenn wir könnten, würden wir uns einen Schneemann ins Wohnzimmer bauen, aber das klappt nicht ganz. Wir dekorieren Schränke, Kommoden, Tische, Wände und alles das, was so ein Haus noch so zu bieten hat. Ich find's einfach so, dass das Geilste ist, einfach, wenn's dunkel ist, inmitten dieser ganzen Lichter sitzt und einfach mal Musik hört und über nichts nachdenkt oder einfach gerade über was nachdenkt. Sich einen warmen Tee zu gönnen, dann so da reinzusetzen und sich zu denken, Alter, geil. Ich hab hier, ich habe ihn liebevoll den LSD-Pinguin genannt. Einen Pinguin stehen. Der hat so eine Lichterkette eingebaut, aber wirklich in allen Farben. Richtig neongelb, grün, blau, rot. Wenn du da 2 Minuten drauf guckst, kriegst du einen epileptischen Anfall. Weihnachten ist für mich auch immer eine Zeit voll mit Musik. Aber nicht Last Christmas. Ich kann es nicht mehr hören, Last Christmas, ne? Meine Fresse. Aber gut, ich als riesen, mega, ultra K-Pop-Fan höre sowieso nur wenig bis überhaupt kein Englisch oder Deutsch mehr. Über K-Pop wollte ich aber auch erst gar nicht reden. Wir machen das alles nächste Woche. K-Pop kommt nächste Woche. Aber, ganz, ganz fette Ankündigung gerade mal. An alle K-Pop-Fans, insbesondere Twice-Fans. Am 24.12. könnte es sein, dass es ein besonderes Unboxing geben wird. Ich bin so hyped. Ich will mir den kleinen Traum erfüllen. Noch habe ich es nicht gemacht, aber ich werde alles daran setzen, dass das funktioniert. Ich will mir so einen kleinen Traum erfüllen. Nein, ich werde nicht live auf irgendeinem Konzert sein. Das wird der größte Traum meines verdammten Lebens. Ich glaube, wenn die nach Deutschland kommen würden, dann drehe ich ab. Aber BTS kommt ja auch nächstes Jahr nach Deutschland. Ich rede zu viel über K-Pop, das müssen wir alles nächste. Das machen wir nächste Woche. Jedenfalls, große Ankündigung. Ja gut, groß ist eher weniger. Kleine Ankündigung am Boxing 14.12. K-Pop-Fans Twice. Woo! Aber genug davon. Weihnachtsessen ist bei uns auch gar kein so großes Thema. Wir machen zwar eine kleine Ente zu essen, aber das ist nur im kleinen Familienkreis. Und ja, wir machen aus Essen jetzt nicht so ein großes Ding. Also so viel ist das nicht. Was aber ein richtig fett großes Ding bei uns ist, ist der Tannenbaum. Der muss da sein und der muss auch Top 1, 10 out of 10 geschmückt sein. Wir haben super viele Christbaumkugeln und Lichterketten und allen möglichen Kram über dieses ganze Jahr angesammelt einfach. Und jedes Jahr aufs Neue wollen wir den Baum damit einfach verschönern. Das ist so geil einfach. Ich habe ja auch an Weihnachten Geburtstag. Am 26.12. Also gibt es immer 2 Feiern an Weihnachten. Aber darum geht es mir eigentlich am wenigsten. So, die Geschenke sind für mich sowas von Nebensache. So, mir geht es einfach um das Feeling. So, jetzt wird's Weihnachten. Jetzt können wir uns in Pulli knuddeln und uns auf die Couch sneaken und uns in die ganzen Lichter reinsetzen und die Kopfhörer in die Ohren stecken und, keine Ahnung, Tiara mit Tiamo hören. Jetzt bin ich schon wieder bei K-Pop, tut mir leid. Was wir auch immer machen, sind dieselben Filme schauen. Immer, jedes Jahr die gleichen Filme. So Standardsachen wie halt Polar Express oder eine Weihnachtsgeschichte. Ist eigentlich jedes Jahr so. Läuft jedes Jahr mit dem Bildschirm eigentlich. Das ist total geil. Mehr gibt's dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen, ne? Schreibt mal eure Ideen oder wie ihr Weihnachten feiert in die Kommis. Würde mich sehr, sehr interessieren. Nächste Woche reden wir dann wahrscheinlich 100 Jahre über K-Pop. Das wird wahrscheinlich das längste Video, was ich jemals auf YouTube gemacht habe. Das wird wahrscheinlich 8 Stunden lang. Nee, Spaß. Wahrscheinlich 100 Jahre. Ja, okay, wir versuchen mal bei 1 Stunde zu bleiben. Das ist realistisch. Das wird so geil einfach. Ich habe so viel zu erzählen, was das angeht. Ich glaube zwar, dass ich damit nicht die größte Zielgruppe ansprechen werde, aber ich will das alles auf dem Kanal haben, da es nun mal ein großer, großer, großer Bestandteil meines Lebens ist. Wenn man auf Twitter folgt, im Übrigen, kann eigentlich gerade noch ganz neu meine Tweets zu den Melon Music Awards sehen, für die Leute, die es eben interessiert. Ich sag da jetzt nicht mehr viel zu. Ihr könnt ja dann nachlesen, weil ich gehe jetzt gerade das Risiko ein, dass euch das gar nicht interessiert und ihr das Video angeschaut habt, weil ihr meine Weihnachtsideen und Wünsche und so alles haben wollt. Aber ja, Wünsche für Weihnachten ist auch noch ein gutes Thema. Das kann ich mal gerade ganz kurz anschneiden. Ich habe gar keine Wünsche. Seid ihr so, das ist auch noch eine geile Frage. Wünscht ihr euch immer was zu Weihnachten oder seid ihr jedes der Wunsch ist glücklich und bekommt dann Geld oder Gutscheine? Alles klar, Leute. Schreibt's mal rein, würde mich sehr freuen. Morgen geht's dann weiter, wie gewohnt, mit ein bisschen Zeichnen.
Ich sage tschüss und bis morgen. Macht's gut. Fröhlichen ersten Advent.